Texas. Wir sollten also gleich die ersten Autos auf der Strecke sehen können. Willkommen zum freien Training beim großen Preis der USA. Es ist schön, wieder in Amerika zu sein, auf einer Strecke, die bei Fans und Fahrern sehr beliebt ist. Sie ist nicht nur interessant zu fahren, sondern sie bietet auch eine Reihe toller Überholmöglichkeiten. Die Gerade kurz vor der 12. Kurve ist großartig zum Überholen. Sie liegt innerhalb der ersten DRS-Zone. Die Autos können also leicht den Abstand von einer Sekunde überbrücken und sich vor der Kurve nach vorn setzen. Und wenn man dafür noch nicht dicht genug dran ist, kann man es trotzdem versuchen und hoffen, dass der Kontrahent sich einschüchtern lässt. Wenn man sieht, wie einige der Wagen die schnellen Kurven angehen, fragt man sich unwillkürlich, wie man das Auto auf diese schwierige Strecke wohl am besten vorbereitet. Gibt man Spitzengeschwindigkeiten den Vorzug vor Grip oder ist die Topline in Kurven am wichtigsten? Auf dieser Strecke wird eine gute Aerodynamik belohnt. Also sollten Red Bull und Mercedes hier gut abschneiden. Die schneiden ja auf den meisten Strecken gut ab. Dank ihres Vorteils durch den effizienten Abtrieb sind sie immer einen Schritt voraus. Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von F1 2015. Mal jetzt mal weiter, und zwar zum Rennen von den USA. Mal gucken, wie wir uns hier schlagen werden. Ich habe keine Ahnung. So, ein Setup müsste ich aber drin haben eigentlich, oder? Ein Setup müsste ich haben. Oder sehe ich das falsch? Nein! Ich habe doch kein... Ich hatte doch was drin. Ah geil, hat er mich rausgenommen. Hammer geil. Hat er mir das Setup doch rausgeholt. Ah geil, nochmals. Okay, Setup, wo bist du? Ah, 39,9, 37,4. Nein, nehmen wir es mit 37,4. Gut, nehmen wir das. Alles wie immer. Gut, das passt das. Perfekt. So, haben wir das schon mal drin. So, noch hier die Einstellung mal wieder verändern, wie immer. Das war schon dann perfekt. Was ist denn los heute? So, mal gucken, was geht oder nicht geht. Ah, Mist.
Osago sah es nicht wirklich meine Strecke. Mal gucken, was trotzdem drin ist. Guter Auftakt. Super, das war die schnellste Runde. Guter Auftakt. Also, jetzt hängt der da hinter Stevens fest und ich hänge da Ricciardo fest. Komm, Leute, könnt ihr euch nicht einigen oder was? So, wir können auf jeden Fall noch mal schneller, gar keine Frage. Das war jetzt die erste Runde mit 1,44,8. So, jetzt aber. Die Zeit in Sektor 3 sind ein bisschen zu langsam, aber in Sektor 1 und 2 fehlt dir einiges. Und wieder zwei Wagen vor mir, das ist doch nicht wahr. 5 Kilo Benzin im Tank, nur noch 5 Kilo Benzin. Wo gerade so.
Okay, langsam als nach vorigen Runde. Okay, für das sollte das mal genügen. Würde ich mal sagen, finde es gar nicht so verkehrt in dem Auto. Soll ich zugeben. Sieht gar nicht verkehrt aus. Mhm. 17 Runden. Also das heißt mal so 8,5 oder so. 8, 9, okay. Ja, wir starten mal ins Qualifying. Okay, vor den beiden Mercedes, wie immer quasi. Also da nichts Neues. Gut, mal gucken, wofür es am Ende reicht. Pole Position sollte auf jeden Fall drin sein. Rennsieg, ja. Tendenz eher nicht. Das würde ich wirklich wundern, wenn ich den Rennsieg holen würde. Es ist kurz nach 13 Uhr hier in Austin. Gleich schalten die Ampeln auf grün, was nichts anderes bedeutet, als dass das Qualifying für den großen Preis von Amerika auf dem Circuit of the Americas angefangen hat. Es ist Freitagmorgen hier in Texas und wir warten darauf, dass die grünen Ampeln den Start eines nassen Trainings ankündigen. Die Teams werden hart daran arbeiten, so viel Leistung wie möglich aus den Autos herauszukitzeln. Austin ist eine relativ neue Strecke im Rennkalender. Es gab bislang nur wenige Gewinner, also konnte noch niemand der Strecke seinen Stempel wirklich aufdrücken. Es gibt also keinen Fahrer, der hier garantiert dominieren wird. In diesem Jahr gibt es so viele Fahrer, die es im heutigen Qualifying auf die Pole Position schaffen könnten, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen 4 oder 5 von ihnen werden könnte. Es bleibt also spannend. Ja, passt doch. Ah, ne, passt doch. Ah, einfach kurz verwirrt irgendwie. Kurz bisschen confused, aber egal. Serb ist noch drin, oder? Ja. Und zeig mal her. Nein! Ja, schaffe ich alles locker. Sieht gar nicht verkehrt aus, mal schauen.
Natürlich ist mal Russia vor mir, das soll es auch anders sein. Reicht auch, so Session beenden. War schneller werden die Kollegen sowieso nicht. Jo, wir holen die Pole Position von Sebastian Vettel. März jetzt? Okay. Dritter wird Hamilton, vierter Rosberg, fünfter Raikkonen, sechster Ricciardo, siebter Nasser, achter Bottas, neunter Button, zehnter unser Kollege Perez. Okay, ihr könnt mal vielleicht Punkte holen. 11. Alonso, 12. Kia, 13. Massa, 14. Sainz, 15. Maldonado, 16. Ericsson, 17. Grosjean, 18. Verstappen, 19. Ismiri, 20. Stevens. So, wir sind wieder zum großen Preis von den USA, zum Rennen. Bis dahin, haut rein und tschüss.